Hallo Leute, weiter geht's mit Let's Play The Binding of Isaac. Ja, wir sind jetzt schon auf Version 1.333. Wir müssen noch mit Samson durchpacken und mit Eve. Wir werden es jetzt mit Eve probieren. Diesmal. Oh je, das wird auch ein Spaß. Eve wird auch kaum Damage, aber hat wenigstens 2 Herzen. Das Beste wäre jetzt als erstes Upgrade, wäre Damage plus Eve. Ich glaube, das war dieses Kreuz. Das wäre ein super Upgrade. Ich würde noch gerne einen Treasure-Raum haben, bevor ich jetzt weiter zum Boss gehe. Da ist er auch schon. Ging kaputt. Dankeschön. Und jetzt ab in den Treasure-Raum. Ein Spiegel, nein. Oh. Wir könnten einmal das machen. Hat uns leider nichts gebracht. Aber wir haben auch nichts verloren. Hätte uns ja eine Truhe geben können. Soweit ich das weiß, funktioniert das, dass es eine Truhe geben kann. Bin ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, ob das klappt. Weil ich nutze den Raum eigentlich nie. Keep of Meat, naja, ein bisschen mehr Verteidigung ist ganz nice, aber sind das, was ich mir unbedingt wünsche. Ja, natürlich kommt die fette Fliege. Charge weiter. Charge weiter. Und nochmal Schaden. Komm. Du bist auch gleich kaputt. Du bist schon fast auf Half-Life. Das dauert ein bisschen, denn wir haben keinen Damage. Aber irgendwann ist er auch kaputt. Kannst du dich deine Fliegen überhaupt machen? Boss. Oh, hätte noch fast sogar Schaden genommen. Jetzt hat der den Kopf da, sollte kein Problem sein. Simples Dodging. Ah, komm schon. So geht's eigentlich besser. Bisschen schneller. Keep of Meat, yippie. Naja, könnte schlechter sein. Das könnte irgendwie Range Upgrade sein. Wobei, ja, so viel Range haben wir gar nicht. Werden wir hier die Feuer schon ausmachen. Das könnte ja mal eine Münze oder ein Schlüssel drin sein oder eine Bombe. Werden wir erstmal die Feuer kaputt machen. Jetzt die da. Die Scheißhaufen. Komm schon. Spider. You're my friend. My little tiny friend. Schlüssel, danke schön. Gehen wir in den Itemraum. Magnet. Ist jetzt nicht gerade das beste Item. Member, erzählt gleich Schlüssel etc. Oh je. Seht, dass ich Damage nehme. Okay, doch nicht. Ja, das ist der Effekt. Und das ist besonders gut bei Abgründen. Denn wenn man da nicht durchkommt. Och, nicht irgendwie. Oh. Dauert jetzt ewig. Dauert ewig. Mit ewig meine ich ewig. Und wir haben überhaupt keinen Damage. Wir haben jetzt ein bisschen. Hauptsache wir haben den Magnet auf ab. Haben wir den Magnet, Hauptsache. Okay, da bin ich wieder. Wow, hätte ich fast Schaden genommen, wenn ich nicht aufgepasst habe. Jetzt erstmal den Kopf hier. Jetzt der kleine Envy. Der ist nicht schwer vom Prinzip her. Aber dauert halt ein bisschen. Das ist das Nervige an Envy. Er dauert. Ich hoffe, wir kriegen dafür auch was Gutes. Vielleicht mal eine Kugel, ein Envy, einen Kopf. Hast du Schaden genommen? Da hat unser Keep of Meat. Wow. Auch ein bisschen Schaden gemacht. Und jetzt noch den da. Komm schon. Komm schon. Danke. Stripp the Wop. Ist fürs erste ganz okay. Ist Spacebar Item. Ich glaube 3 Aufladungen und es macht einen Laser wie ein Brimstone. Ist okay.
Mal sehen, wie das so wird. Den Schlüssel. Mein Schlüssel. Oh, komm schon. Ja, und da hat der Magnet schon seinen ersten Einsatz gezeigt bei dem Schlüssel. Ja. Die Herzen müssten normal auch zu mir fliegen, wenn ich die Herzen bräuchte. Ich mache ganz sicher. Das war sehr knapp. Wow. Hier brauche ich jetzt noch eine Bombe. Eine super Bombe, komm schon. Mit Bombe. Ich need a Bombe. I need a Bombe. A Bombe is what I need. Hey, hey. I need a Bomb, Bomb. A Bombe is what I need. Ach man, jetzt kommt da mal hier scheiß Spinner. Ihr wollt heute auch nicht kaputt gehen, oder? Eine endlich mal. Spinnen sind schrecklich. Sind schrecklich. Die wollen nicht sterben. Gib mir eine Bombe. Schlüssel. Nicht das, was ich wollte. Ich weiß es finden. Wir werden mal Schock der Wupp benutzen. Ah ja, Half-Life. Hätte schlechter sein können. Einfach damit das ein bisschen schneller geht. Ein Angel Room wäre jetzt super. Wir haben bis jetzt noch keinen Schaden genommen in den ganzen Zelda 2. Also wir haben guten Chancen. Solange wir jetzt bei Pin keinen Schaden nehmen. Oder haben wir Schaden genommen? Nein. Ja, gleich ist er kaputt. Dankeschön. Happy Heart nehme ich immer. Und jetzt bitte noch Angel. Technology. Eine ist Fliegen. Wow. Was war das? Ich weiß nicht. Technology 1. Ich nehme es noch mit. Technology. Da haben wir schon mal eine Menge Range. Und jetzt werden wir noch in den Shop gehen. Ach Mist, ich wollte eine Bombe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ich dachte, es wäre ein neues Item. Ich wusste aber nicht genau welches. Deswegen dachte ich mal, ich nehme es mal mit. Hier könnten wir Schub der Wupp gebrauchen. Oh je. Ich glaube, holt mal einer mindestens. Oh, die auf mich direkt unser Geld, unser Leben. Wir machen keinen Schaden, jetzt brauche ich einen Damage Up. Im Ernst, Damage Upgrade. Aber ich meine, Technology 1 ist auch nicht so schlecht. Also ist es okay für ein Herz, denke ich mal. Das bringt uns diese Range halt. Ich bin nicht sicher, ob es worth it war. Mal sehen. Oh Mann. Mal kann ich einfach hier stehen bleiben. Geh kaputt. Trollbombe. Ja, leck mich fett. Ich hab der Whoop ist auch wieder ready. Das ist super. Wenn wir jetzt hier benutzen. Einfach um das ein bisschen zu verschnellern. Denn ich hasse diese Conga Lions. Na, ich mag sie einfach nicht. Ups, was war da? Können wir mitnehmen? Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich glaube, es war was Schlechtes. Ah! Schaut unseren Schaden an. Schaut ihn an. Die Hubel, die recken sich wieder mit HP. In der Zeit, wo wir sie draufschlagen. Das ist total erbärmlich. Wir brauchen Damage Upgrades. Unbedingt Damage Upgrades. Gib mir ein Damage Upgrade. Darum ist auch nicht so angenehm. Es geht. Ja.
Ja, Camtasia hat mein Video fertig produziert, das werden wir jetzt auch gleich hochladen. Ah, komm schon. Wir haben keinen Damage. Danke. Hat ja gar nicht lang gedauert. Guardian Angel? Jein. Naja, also wenn die jetzt noch eine Fliege bekommen und den Second Cube of Me, wäre das sogar noch ganz okay. Okay, ich werde jetzt ganz eben noch schnell ein Video hochladen. Bis gleich. Da bin ich wieder. Bin gerade am überlegen, Guardian Angel macht das unsere Cube of Meat und Guardian Angel selbst, dass sie sich schneller drehen. Ich glaube, das war's auch schon. So, man kann das sicher. Ja, super. Ich werde gleich Schubdemup aktivieren. Einer zumindest ist tot. Wir haben noch Leben. Und ein Schlüssel. Leben müsste hier irgendwo sein. Normal. Wo war das Leben? Wir haben noch Leben hier gehabt, oder? Oder willst du mir jetzt sagen, ich habe gerade in der ganzen Etage kein Leben gehabt? Oh. Da ist das Leben. Und da sieht man auch schön, wie der Magnet das Herz auch anzieht, wenn wir Lowlife sind. Wir werden jetzt erstmal in den Shop gehen. Wir werden bestimmt noch einen Penny finden. Aber das werden wir sicherlich nicht aufheben. Eventuell die Bombe. Eventuell die Bombe. Mal sehen. Das könnte schon möglicher sein. Ich weiß nicht, ob ich hier will. Ja. Ja, da sind schon mal Bomben. Wir brauchen unbedingt Damage Upgrade. Das ist das Wichtigste momentan. Oder irgendwie was. Oder ganz cool Tier-Effekt. Tier-Effekte. Das wird auch mir reichen. Aber ich denke mal, Damage Upgrade wäre am besten. Vielleicht Dr. Fetus oder sowas. Ah, Mann. Dann kriege ich da einen Schaden. Von den kleinen. Ja, nicht kleinen, aber von den schwächeren. In den langsamen. Mist. Mist, 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 Mist. Oh je, ich sehe mich schon tot. Oh je, ich sehe mich sowas von tot. Dann vielleicht nicht tot, aber bald. Wenn er auf der Stelle ein gutes Item bekommen. Vielleicht so Halo oder sowas in der Art. So All Sets up, wäre super. Ich will eigentlich gerne weitergehen, aber eigentlich muss ich. Waren wir schon im Itemraum? Oh fuck. Fuck. Fuck it. Ja, und da hat uns gerade Angel, glaube ich, den Arsch gerettet. Glaube ich. Beziehungsweise der Cube of Meat. Es bringt uns relativ gute Defensive. Zwei Items. Danke. Ja, ich habe keine Lust, das so lange da zu warten. Ah, diese Scheiße da. Danke. 10 Münzen. Super. Ich bin. War ich schon da oben links schon? Ah, gibt es kein oben links. Ich glaube, ich war überall jetzt. War ich überhaupt schon im Itemraum? Das war der Shop. Da werden wir uns das blaue Herz mitnehmen. Über das andere Ding. Jetzt ist es eine Art Battler, der einfach die Münzen nimmt. Wo ist der Itemraum? War ich in einem Itemraum? Ja. Itemraum. Wo bist du? Ich war doch nicht im Itemraum, oder? Ah, doch, war ich. Stimmt. Gehen wir zum Boss. Das ist der Hass. Oh, fuck. Da hätte ich Schubdemup brauchen können. Es ist zu spät. Ich werde wahrscheinlich auch das blaue Herz brauchen. Oh Mann, ich sehe mich. Ich kann. Nein, das geht nicht. Wenn er unglücklich spawnt,
Ja, aber er ist schon relativ tot. Okay, das... P-Up. Ja, P-Up ist okay, aber... Ich brauche Damage einfach. Wie soll ich jetzt hier in solchen Räumen das machen? Ich weiß es nicht. Diese Räume gehen noch, aber... So in der Regel habe ich einfach Scheißräume. Irgendwelchen Monstern, wie so... Naja, Gehirne gehen jetzt noch. Aber sowas wie... Ja, Zombies. Momentan sieht ganz okay aus mit Leben, aber ich weiß nicht. Man wird auf der Stelle irgendwann gleich einen Damage-Upgrade bekommen. Ein gutes Damage-Upgrade, wie sowas wie Pact oder sowas. Vielleicht auch ein Schubter, vielleicht auch ein Grimstone oder Mom's Knife. Dann sehe ich den One für verloren an, bald. Brauchen einfach Damage. Das ja, komm. Ich mach mal kaputt. Ich glaube, hier werde ich Schutterbub benutzen. Nächste. Ah, das ist ein schlechter Laser. Na, ein bisschen. Wir müssen vielleicht tot sein, ja. Ja. Die brauchen so lange, deswegen habe ich einen Laser benutzt. Ach Mist. Atmen Spirit halt wieder weg. Oh, eine Bombe. Naja, wenigstens das. Secret Rooms konnte ich auch nicht. Oh fuck. Holy, ja, wie soll ich denn den Raum hier machen? Seid ihr wohl oder so? Wo hab ich jetzt Damage genommen? Dead Bird. Wo ist Dead? So ein scheiß Dead Bird. Will sie verarschen? Dead Bird ist weg. Ah. Ich würde hier eine Bombe hinmachen. Sonst würde ich das nicht packen können. Ich hätte es nicht gepackt, hundertprozentig, wenn hier nicht eine Bombe hingemacht hätte. Oh je. Komm her, du scheiß Viech. Leck mich. Leck mich. Oh. Naja, nur ein blaues Herz. Warum sollte man mir auch mehr geben? Ich habe ja so viel Herzen, ne? Oh. Komm schon. Oh je, noch rote Feuer. Ah! Wenigstens den Itemraum habe ich jetzt gefunden. Wenigstens das. Gib mir Greed. Ich habe so viel Münzen. Ich kann nichts damit anfangen, weil ich gleich sterbe. Ich habe direkt den Laser gemacht, damit ich nicht sterbe. Denn der hätte mich bestimmt noch getroffen. Na komm. So haben wir eigentlich ganz okay in Damage, aber wir wissen, das Problem ist, wir sind jetzt auf einem halben Leben. Ich hätte euch diese Zahl mal wörtlich vor. Halb. Halbes Herz. Ja, leck mich doch. Ja. Ne, es ist ein Damage. Es ist ein indirektes Damage-Upgrade, aber nicht das Damage-Upgrade, wo ich haben will. Ich habe 50 Münzen! Willst du mich eigentlich verarschen? Ich werde sie in die Luft sprengen. Ach komm, das ist wie, das ist schon wieder unfair, ne? Ich meine, ich habe immer so... Meine Güte. Ich habe immer in solchen Ones so ein Pech. Es hätte mir einfach mal ein Damage-Upgrade geben können. Nein, gib mir mal diese scheiß Hilfe. Aber ich glaube, insgesamt war die Technology ein gutes Upgrade. Ich glaube, ohne die Technology wäre ich schon längst tot. Aber ja.
Jetzt mache ich wieder noch weniger Schaden. Oh. Komm her. Gib mir Leben. Bomben. Ja, wo ist der Shop, Mann? Der Bossraum kommt direkt danach auch. Seht ihr meinen Schaden? Seht ihr diesen Schaden? Das ist wie nix. Und das ist das große Problem momentan. Ich hätte einfach auf einem halben Leben bleiben sollen. Das wäre besser. Oh. Ja, Trolle. Ja. Damage! Ja! Wenn ich jetzt nicht gleich sterbe, dann könnte man vielleicht so noch was draus machen. Jetzt gib mir ein gutes Item. Gib mir ein Super Greedy, ja! Gib mir ein scheiß Super Greedy. Das... Ah! Geh sterben, Super Greed. Nein, Super Greed. 25 Cent, ja, Super Greed, ja. Wir haben nur 55 Cent. Also wenn wir jetzt Money Equal Power bekommen, das wäre awesome. Dann hätten wir wirklich noch Chancen. Denn wisst ihr, wie viel Damage Upgrade, wie viel Damage das wäre? Das wäre total, es wären 8 Damage oder 6, keine Ahnung, wie viel das Maximale da ist. Aber erstmal müssen wir hier den Piep kaputt machen. Oh, zum Glück haben wir zwei defensive Items. Könnten bis jetzt einfach nur hier stehen bleiben. Bis jetzt. Ja. Oh. Jetzt macht er gleich sein zweites. Das kannst du weitermachen. Gib mir entweder ein Angel Room oder E-Money Equal Power. Das wäre wohl wahrscheinlich das Einzige, was ich aufheben würde. Außer vielleicht noch ein Brimstone oder so. Scheiße, aber jetzt macht der Bird auch noch ein bisschen Schaden. Ja, Dead Bird. Oh, leck mich. Nicht das Viech. Den Piep. Oh. Komm, geh kaputt. Nein, warum sollte ich auch ein Damage, ein gutes Item bekommen? Sun-Card ist okay. Aber ich hätte... Ach, komm, ich diskutiere damit. Ich diskutiere gar nicht. Ich akzeptiere es einfach. Dass du das Spiel nicht mag. Wie viel Damage haben wir jetzt eigentlich? Treu. Naja. Drei, naja. Oh, ah. Danke. Schlüssel! Bitte gibst mir nochmal ein Greed. Danke. Gutes Item. Gutes Item. Jetzt brauchen wir noch ein Book of Revelations. Oder irgendwas anderes. Sowas in der Art. Vielleicht auch ein Nagel oder so. Das wäre super. Dann hätten wir auch wieder Chancen. Ja, das sieht hier langsam wieder besser aus. Wir brauchen einfach jetzt noch ein paar Items. Das ist alles. Schieße, weil wenn man ein kleines Viech noch schießen kann in der Zeit, macht noch mal ein bisschen extra Schaden. Oh Mann, das Game. Oh shit. Ja, okay, fast. Schlüssel. Gib mir ein Book of Revelations, gib mir eine Bibliothek, gib mir irgendwas Gutes. Scheiße. Jupiter World war auch okay mit Book of Revelations, aber mit der Kappe war nicht wirklich so gut. Zwei Schaden, oh, ist cool. Und noch ein Kickens. Wir werden mal so ein bisschen spielen. Ich würde noch gerne eine Münze haben, einen Flieger. Für mehr Verteidigung. Ja, das Geld ist mir relativ egal momentan.
Hätte ich vielleicht doch am Anfang diesen Battler aufgehoben. Eigentlich ist es ein schlechtes Item. Meiner Ansicht nach. Komm, gib mir eine Fliege. Ich feuer hier die ganze Zeit, wenn da vielleicht Fliegen kommen sollten. Also die bösen Fliegen. Dass ich dann direkt... Dass die direkt tot ist. Schlüssel ist auch okay. Bomben auf. Geld nicht. Fliegenbomben, Pillen. Zumindest gute Pillen. Komm schon, gib mir was Gutes. Was ist denn mit meinem Luck heute los? Bloodbank wird langsam viable. Bombe ist okay. Bloodbank wird auf jeden Fall viable sein. Ja. Dann bräuchte ich nur noch eine. Das wird auch vielleicht eventuell ein Herz-Container geben, wenn ich eine Bloodbank finden würde. Eine Pille. Speed up! Geht doch. Anscheinend kommen hier eh keine Fliegen. Dann kann man mal legen. Ist es der letzte? Die Fork. Ja, das war irgendwas mit Leben. Der Lifestyle. Geringe Chance. Warum nicht? Ich glaube, das andere bringt mir auch nur verbesserte Heal-Chance. Oh, scheiße. Hier hätte ich meinen Laser gebrauchen können. Eigentlich geht der Raum sogar noch. Es gibt schlimmere Räume. Weil die relativ lahm sind, die scheiß Viecher. Ja, Leben. Der Raum ist kompliziert. Wir hätten direkt unseren Laser machen sollen. Hätte ich nicht zu geizig sein sollen. Ja, Bloodbank bräuchten wir. Eine schöne Bloodbank. Und ein Itemraum noch. Und natürlich ein Bossraum. Komm schon, geh kaputt. Oh, scheiße. Es ging sogar noch. Mann, also wenn ich das, wenn ich den One noch packen... Oh, scheiße, mein Hassgegner. Schiff den Wupp! Ja, Deadbird, du bist scheiße. Wir wissen's, dass du scheiße bist. Nur ein halbes Herz verloren, geht hier noch. Poison. Ah, es fängt wieder an mit den schlechten Items. Ich glaube, es wäre zu nett, wenn ich gute Items bekommen würde. Der One muss extra schwer sein mit Eve. Ah. Ich will doch nur Book of Revelations. Wäre so verdammt nochmal gut. Dann hätte ich auch gute Chancen. Ah. Da ist ein Lauerstein. Den will ich. Speed up. Ja, nehmen wir. Gratis Key brauchen wir wahrscheinlich nicht mal. Ich hab jetzt keinen Bock. Ach, egal. Ich hätte eigentlich zurücklaufen sollen, aber wir haben noch die Sandkarte. Nein. Für das eine Monster werde ich sie nicht aufmachen. Könnte vergessen. Danke. Jetzt gehen wir erstmal Leben holen. Auf jeden Fall. So würde ich eigentlich guten Schaden machen. Und deswegen meine ich, Book of Revelations wäre jetzt super. Dann könnten wir einfach so bleiben. Vom Leben her. Hier ist ein ganzes Herz. Und da sind auch noch mindestens eins. Ja, hier ist ein halbes. Wir könnten... Ja, ich werde da reingehen. Hier zwei Trollbomben. Yippie. Wir haben noch die Vor... haben noch was im Itemraum. Naja, passt das.
Mal gucken. Ich stehe momentan wenig. Warum haben wir jetzt hier? Warum haben wir jetzt Leben herbekommen? Durch die Fork? Keine Ahnung. So, jetzt wird noch ein Arcade ganz okay sein. Aber wird wahrscheinlich gar nichts mehr kommen. Oh, der Bossraum ist ja schon da. Na komm. Oh, da verfehle ich doch den Laser total. Was ist sowas von? So, dann werde ich noch kurz in den Itemraum nochmal gehen. In den Geheimraum. Da war noch ein bisschen Leben. Oh, dieser One. Der wird wahrscheinlich fehlen. So. Beiden wir jetzt schon warm? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viele Probleme der bereiten wird. Eigentlich ist er nicht schwer, aber dauert. Sondern ohne Damage. Wir müssen erst das Herz fokussieren und danach wie bei einem Ritter. Ich glaube, die heißen Gitter. Müssen wir von hinten angreifen. Beim Laser bin ich mir nicht sicher. Ja, wir können von vorne angreifen. Wir können auch gleich Schubterbub benutzen. Das macht das alles ein bisschen einfacher. Unser Laser. Bist du dumm? Das war einfach. Wir haben schon wieder keinen Devil-Raum. Oder Angel Room. Komm schon. Geh doch sterben. Du bist nur ein Gehirn. Los jetzt. Meins. Geh tot. Ah, nein. Verfehlt den Laser. Mist. Jetzt nicht. Hier hätte ich einen Laser brauchen können. Das geht sogar noch. Denn die sind alle in einer Position. Bringt mir. Ja. Ist gratis. Einfach um das ein bisschen zu vereinfachen. Oh, wow, ich habe keinen Schaden genommen. Ja. Ah! Nehme ich hier von hinten keinen Schaden? Wackt das jetzt hier rum, oder? Wie ist das? Ich will noch nicht da rein. Wow. Jetzt habe ich mich gerade lucky mit dem Nicht-Schaden nehmen. Das sollte jetzt hier nochmal ein Mom sein. Spots. Ja, jetzt können wir die Truhe aufmachen. Jetzt haben wir noch einen Key. Ja, den holen wir uns später. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja, nicht worth it. Wir haben genug Geld. Könnte man auch für den Geheimraum Ausschau halten. Hier war er nicht. Mal gucken da. Da mal gucken. Wo könnte noch sein? Da oben. Ne, haben wir ja schon. Gibt noch ein paar Möglichkeiten. Den werden wir auf jeden Fall aufmachen. Blaues Herz. Ja, wenigstens irgendwas. Das hier wahrscheinlich nett. Da bräuchten wir zwei Schlüssel. Ein bisschen zum Verschnellern. Unser Spiel hat es schon wieder weg. Ah. Wo ist der Shop? Wow. Fossil Monster Laser. Wie viel Schaden?
Wow, das nenne ich immer... Wow, das sieht nach viel Schaden aus. Nach sehr viel Schaden. What the fuck? Ja, yeah, also, also, jetzt können wir uns immer beschweren, dass wir keinen Schaden machen. Batterie werden wir mitnehmen, die Pille werden wir mal gucken. Wissen wir noch nicht. Bombe werden wir mitnehmen, Pille. Die ist ab. Wow, aber... Schaut euch diesen Monster-Laser an. Wir machen jetzt machen wir Schaden. Jetzt kann ich... Das ist ein Game-Breaking-Item. Diese zwei Items zusammen. Jetzt brauchen wir nur noch HP. Book of Revelations oder den Nagel wäre super nice. Dann würde ich sagen, wir haben sehr gute Chancen, wenn wir eins von den beiden haben. Und ein Relik, aber ne, Relik nicht. Nicht so. Wir werden noch alles erforschen. Jetzt kann uns nichts mehr stoppen. Schaut euch diesen Schaden an. Das ist wie so ein kleiner... Wie so ein kleiner Brimstone. Nur schneller aufgeladen. Ja, komm schon. Ah, Terror. Das ist mir was Gutes geben können. Bringt mir nix. Wir haben nur einen Schlüssel. Werden wir aufsprengen. Ah, kein Leben, schade. Was brauche ich hier? Ja. Wir haben noch einen Schlüssel, deswegen werden wir in diese goldene Truhe rangehen. Schlüssel holen wir uns jetzt. Also jetzt sehe ich auch schon wieder Chancen. Wir haben auch noch die Sandkarte. Also das nächste Item wäre am besten HP ab. Devil Room wäre auch ganz nice. So. Den ganzen Weg zurück. Ich habe keine Lust mehr für den Secret Room zu gucken. Wir machen jetzt Schaden, auf jeden Fall. Also jetzt sehe ich wieder Hoffnung im Run, wenn ich jetzt noch ein gutes Item bekomme. Das wäre eine Selbstregeneration wie Book of Revelations. Der Nagel, das Relik und... Ja, Jampard wäre auch okay. Wow, definitiv worth it. Deswegen können wir noch eine Treasure aufmachen. Wir haben noch zwei goldene. Vielleicht ist ja auch mal ein Damage Upgrade oder sowas dabei. Hier bräuchten zwei Schlüssel. Was brauchen wir hier? Bei der anderen Truhe. Ich glaube, einen Bonbon-Schlüssel. Ja, gehen wir rein. Nicht worth it. Jetzt können wir die anderen immer gucken. Leider. Naja, insgesamt haben wir nichts. Haben wir nur einen Bomber ausgegeben. Haben dafür ein halbes Herz, glaube ich, bekommen und ein bisschen Geld. Ist okay. Ich werde nochmal hier ein bisschen spielen. Vielleicht will ich hier noch ein paar Schlüssel oder so. Ich glaube, ich hätte auch Bomben nehmen können. Das war das, was ich wollte. Dankeschön. Boah, dieser Laser. Ich finde den genial. Dieser Laser. So, Mann, soll ich jetzt auch kein Problem sein. Ich finde sie jetzt gar nicht mal Schubdewupp zu machen. Wow. Ja, es entgeht sich nicht, eigentlich. Komm schon, du bist auch gleich kaputt. Dankeschön. Dieses Juice. Range bringt mir nichts. Ich glaube, Tears und noch ein bisschen Damage. Ich habe aber noch nicht viel Damage. Ich glaube, 0,5 Damage. Glaube ich. Sollte kein Problem sein. Wir haben so viel Damage. Da geht das. Ruckzuck. Two of Clubs. Okay, verdoppelte Bomben. Wusste ich. Ah ja, die Karten nehmen wir gleich wieder mit. Erstmal nehmen wir die Sandkarte wieder mit. Die werden wahrscheinlich als Full Heal Pille benutzen. Ich bin mir mal nicht sicher. Wow, One Shot. Alter, das nenne ich Damage. Und es war nur ein Item, was Game Breaking war. Also, Leute. Das nicht OP ist. Das Geile ist, wir haben halt diesen
Wir haben halt Max Tiers, glaube ich. Das war Tiers. Das, keine Ahnung. Ich glaube, das erste, ja, das war durch den, durch das Auge haben wir jetzt nur noch eins bekommen. Ein Tier. Blaues Herz, super. Gib mir Damage Upgrade oder sowas. Ich habe jetzt wieder Hoffnungen. Wirklich gute Chancen. Wir sagen 60-70%, dass wir den One schaffen. Denn wir haben auch, wir müssen uns noch erinnern, wir haben Guardian Angel. Das heißt, unser Cube of Meat und unsere Fliege und unser Guardian Angel drehen sich jetzt schneller. Das heißt, noch mehr Verteidigung. Und Isaac schießt ja nur Tränen. Das heißt, eine Menge Verteidigung haben wir. Ja, mal können wir einmal in die Bloodbag spielen. Ja, spielen direkt zweimal. Schade. Ach, wow. Seit wann kostet das nur noch ein halbes Herz? Oh. Vergiss es. Ich habe gerade zweimal gespielt, aber irgendwie nur Schaden bekommen von, ach egal, vielleicht ist auch random. Bin ich da dran? Okay, ich will es eigentlich nicht riskieren, eigentlich nicht so, aber man muss auch noch dazu sagen, dass im Womb, ah Mist, ja, das war jetzt ein bisschen schlecht, es ging aber, dass ein Womb eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, so sieht es zumindest aus, dass man gute Items von den goldenen Kisten bekommt. Dankeschön, können wir noch einmal die Bloodbank spielen. Wir machen also die Schaden auf jeden Fall genug. Ruhe. Pille. Benutzen wir. Heave down. Scheiße. Hätte nicht sein sollen. Vielleicht kriegen wir dadurch wieder ein Bloodbag rein. Vielleicht durch ein Bloodbag. Wir können noch zweimal mindestens spielen. Der Raum geht eigentlich. Ja, easy. Gib mir mal einen Boss. Oder gib mir ein gutes Item. Gib her. Nein. Ah, wir haben noch. Ja, das ist ein großes Swamp. Auf jeden Fall. Hier ist down. Nein, werde ich nicht benutzen. Aber nur heute nicht. Fast die ganze Womp forscht. Machen wir erst den Boss. Das ist so eigentlich gut. Das könnte uns wie heißt, Fliegen geben durch das Pony. Ah, Mist. Sonnenstrahlen sind mies. Die weißen Strahlen. Der weiße Ritter, der weiße. Ja, das war einer der stärksten Bosse. Würde ich mal sagen. Das weiße Pony werden wir nehmen. Ein Herz. Hier müsste noch. Ich glaube, insgesamt dreimal können wir spielen. Da ist noch eins. Und dann können wir auch zur goldenen Kiste. Da oben werden wir auch noch hingehen. Ich
Wie machen wir das jetzt am besten? Gar keinen Schaden nehmen. Warten, bis unser Dingens ready ist. Ja, so. Danke. Dreimal können wir die Bloodbank spielen. Einmal. Zweimal. Daim. Jetzt gehen wir zur goldenen Truhe. Machen die auf. Haben, können wir noch einmal mehr spielen. Das ist natürlich auch nice. Jetzt können wir noch zweimal spielen. Einmal. Nehmen wir das. Gehen wir zur Bloodbank. Gib mir ein Herz. Schade. Und explodieren. Ja, Money Equal Power. Hätte ich jetzt gebraucht. Das Item gibt es aber nicht so oft, denn es ist einfach scheiße nochmal stark. Für ein Herz kannst du so viel Damage bekommen. Und du brauchst nicht mehr in die Shops gehen. Das war eine Tears Down Pille. Ja, hier waren wir hier noch gar nicht. Werden wir aufmachen. Zwei Schlüssel, nicht drafted. Nicht raus? Nein. Naja, sollte nicht schwer sein. Unser Item sollte es nicht schwer sein eigentlich. Und auf jeden Fall. Der Laser. Technology 1 war auf jeden Fall worth it, dass wir es aufgehoben haben. Auf jeden Fall. Und es war nicht worth it, dass wir hier noch drin waren. Oh. Nein, wollen wir nicht. Okay. Oh, Darkness. Oh, scheiße. Sieht immer noch. Ne, jetzt sieht es schon wieder ein bisschen schlechter aus. Wir brauchen noch HP. HP ist alles, was wir brauchen momentan. Sonst haben wir von allem genug. Damage ist okay. Aber ich denke, wir haben immer noch ganz gute Chancen. Wir haben so viel Verteidigung einfach. Lucky. Das ist. Ein Schlüssel, ja, super. Ja, noch mehr Schlüssel. Danke. Die Räume sind einfach. Aber wir haben immer noch keine HP. Gib mir am besten HP ab, Mom. Arcade könnte interessant sein. Wobei. Was gibt's denn da? Ja, bis auf ein paar Trinkets. Trinkets könnten interessant sein. Ja, die Bloodbank, wenn wir noch genug Leben finden. Wir haben Zeit. Ja, vergiss es. Wobei, ja, jetzt können wir auch aufhören. Ja, noch einmal. Ja, brauchen wir nicht. Nee, wir lassen dich noch am Leben. Ja, ich kann nicht rausgehen. Ah, da. Werden wir weiter für den Bossraum Ausschau halten. Das wird Moms hart sein. Wir waren. Hier links waren wir noch nicht, glaube ich. Die One-Shotten, die komischen. Ah ne, die haben wir nicht One-Shotted. Cool Schotten war aber. Das ist ungefähr Damage von einem Mom's Knife. Mit und endlich wieder Range. Was? Doch, kann man erschießen. So ungefähr. Ach Mist, ich dachte. Ah, das war eine dumme Idee. Hermit. Keine Ahnung, wo er uns hinbringt. Ich hab's vergessen. Ich würde noch gern ein Leben bekommen. Ein Leben.
Ah, scheiße. Ja, dann gehen wir zu dem anderen Typen da. Nochmal. Und gucken da, ob wir da vielleicht ein Ding jetzt bekommen. Leben, ich glaube hier war's. Yep. Ich brauche Leben. Leben, that's what I need. Wow, der One geht schon 50 Minuten lang. Heilige Scheiße. Ist wieder ein sehr, 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 sehr langer One. Pumpen, yippie. Fast, VP. Ja, seht ihr meine Begeisterung? Wow, ich gebe mehr Geld statt weniger. Gib mir Leben! Leben! Haben wir nicht irgendwo Leben? Noch einmal machen wir. Ach, denn jetzt gehe ich diesen Scheiß. Yep. Hat mir gar nichts. Wir müssen hier noch irgendwo Leben haben. Irgendwo, glaube ich. Wir haben noch die Fork. Nein, kein Leben. Leben! Ich werde sicherlich nicht mit einem Leben zum Boss von Mom gehen. Zu Moms Heart. Was war das für eine Pille? Ah, hier. Ja, leck mich. Er könnte mir Leben geben. Also ich muss extrem aufpassen. Denn sonst können wir ganz schnell tot sein. Ja, mit einem geht's. Eigentlich. Einer geht. Irgendwas Gutes. Bringt uns zum Startflur. Nicht das, was wir wollen. Ja. Der Joker. Bringt uns nichts? Fragezeichen. Ja. Ich glaube, in der Kathedrale hätte uns die Karte auch nichts gebracht. Glaube ich. Wir hätten direkt zu Geschirr untergehen können. Aber ich habe ja schon Satan besiegt mit Eve. Mit allen Charakteren. Denn sonst hätte ich ja auch nicht Blue Baby freigeschalten. Ah ja, genau, stimmt. Die Karte ist hier. Joker-Karte ist super gut, aber leider ein bisschen zu spät. Ich hätte ja einen Angel Room bekommen. Okay, und jetzt haben wir anscheinend jeden Raum gemacht. Schlecht. Sehr schlecht. Ja, auf zum Boss. Mal schauen, wann ich die Sun Card benutzen werde. Ich weiß es nicht. Was wäre das für eine Karte? Ja. Oh, wir können ja da rein. Stimmt, stimmt. Gib mir ein HP ab, gib mir ein HP ab. HP ab! Ich bin Luki. Luki ist kein Problem. Monster 2, kein Problem. Wir haben einen besseren Laser. Und einen stärkeren. Dankeschön. Wow, wir haben mal Glück. Ich wusste ja nicht, dass es der gute Bossraum ist. Sollte ein einfacher Bossfight sein. Ja. Unfair, wa? Kein Problem. You unlocked something icky in the basement. Keine Ahnung, was das macht. Ich werde jedenfalls nach oben gehen, in die Kathedrale. Wir haben jetzt wieder ein Herz mehr und natürlich in die Sandkarte. Das heißt insgesamt zwei Herzen mehr. Beziehungsweise ein Hit mehr, wo wir aushalten können. Sollten jetzt am besten noch Full Life kriegen. Irgendwie. Wow, sag Glück. Glück stimmt. Ich habe ja. Ich sollte hier keinen Schaden nehmen, am besten. Danke. Gehen wir nach unten.
Widow. Kein Problem. Gerade das Key, wenn man nicht mehr. Hier will ich raus, hier will ich raus, hier will ich raus. Ich will einfach raus. Wird mir wahrscheinlich eh nichts bringen. Vielleicht hätte ich immer das Leben bekommen. Ich hätte auch mehr Leben verlieren können. Ganz einfach. Gib mir Leben. Scheiß Dinger. Kathedrale ist schwer. Gib mir Leben, Isaac's Fork. Scheiß Dreck. Können wir machen, kein Problem. Könnten uns Leben geben. Nein. Nein. Ah. Oh je, oh je. Es wird knapp, der One. Es wird sehr knapp. Ich hab immer noch gute Karten, würde ich sagen. Ich darf nur noch mal getroffen werden, sonst muss ich direkt die Sandkarte poppen. Geheim Raum. Super weird. Nein. Oh ja, danke schön. Jetzt kann man ein bisschen Leben wieder uns holen, wenn sie dann explodiert. Da, ein Leben. Super. Die Sandkarte. Grady Fly bringt uns nichts. Wir haben genug Geld. Wir brauchen nur Herzen. Kießen auch nicht. Ja, wie hört man die Ironie? Gib mir ein Herz. Normal müsste ich keinen Schaden nehmen, wenn ich diesen komischen Hut anhab, wenn ich jetzt auf Fliegen, wenn ich Fliegen berühre. Normal? Ich glaube schon, ja. Oder die sind dann mal aggressiv zu mir, das kann auch sein. Ja, was heißt Hut? Das ist ein Stück Scheiße auf meinen Kopf. Ja, gib mir jetzt ein Herz. Danke. Gehen wir erstmal nach rechts. Doppelgreed. Sollten wir nochmal keinen Schaden nehmen. Dankeschön. Gehen wir nach rechts. Ah, oh, Mist. Komm schon. Halbes Herz wieder. Und dann noch ein halbes Herz. Die Kathedrale ist... Oh, da der Bossraum, endlich. Sollte man keinen Schaden mehr nehmen, eigentlich. Was heißt eigentlich? Hundertprozentig. Leck mich. E vs. Isaac. Mal schauen. Das wird. Wir haben eine gute Defensive. Mist, erster Treffer. Wir müssen uns erinnern, die Sandkarte macht auch noch mehr Schaden. Die macht auch noch Schaden. Ich weiß nicht, ich glaube ein Viertel. Kann das sein? Sieht gut aus, es sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Isaac macht gar nichts mehr. Sandkarte! Woo! Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, das war schön. Und das zweite Stück von dem Puzzle. Oh, endlich. Wir haben wieder einen erfolgreichen One von insgesamt einer Stunde. Ich sag da mal ciao. Bis dann, Leute.